Herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar geht es um Folgendes: Zur Ruhe kommen, die Meditation. Diese Übung oder Meditation hilft uns dabei, zu entspannen, zur Ruhe zu kommen, Blockaden zu lösen, körperliche Schmerzen zu lindern und der Seele Gutes zu tun und Ängste und Unruhe loszulassen. Das sind ein paar so Punkte. Und unsere Hilfe ist dabei unsere innere Ruhe, zu der wir kommen. Das heißt, wir nehmen unseren. Du kannst es in Sitzen machen oder in Liegen, wie du willst. Wenn du noch nicht so geübt bist, empfehle ich dir am Anfang, die Übung so in Sitzen zu machen. So auf den Stuhl und die Beine am Boden, damit du nicht einschläfst dabei bei einem Entspannen. Bei manchen passiert es am Anfang, dass sie dann einschlafen oder wegknacken. Und wir wollen eigentlich bewusst zur Ruhe kommen. Weil wir später, wenn wir das oft genug üben, auch diese Ruhe in unseren Alltag mitnehmen können. Weil unser Alltag ist sowieso oft sehr hektisch und gerade jetzt zur Zeit voller Unruhe und Ängste und so weiter. Und dabei hilft es uns, diese Übung, nachher diese Ruhe in den Alltag zu integrieren, wenn wir es brauchen. Und da lernst du am Schluss noch ganz kurz nach dem Video, warum das da, wie du das dann machen kannst. Also das heißt, wir sitzen da auf unserem Platz, die Beine am Boden, Wirbelsäule ausgerichtet, gerade. Wir schließen die Augen, richten unsere Achtsamkeit auf unseren Atem, atmen einmal richtig ein, über die Nase und wieder aus. Und dann machen wir es wie im letzten Video. Einfach den Atem ein bisschen beobachten. Da können wir schon feststellen, wie unser Atem momentan ist. Und jetzt konzentrieren wir uns auf die Beine, die den Boden berühren. Die uns ja praktisch stützen. Genauso auf die Sitzfläche, wo wir sitzen, wo wir mit dem Gesäß die Unterlage berühren. Und dann das Gewicht vom Körper, wo drauf ruht. Die Schultern lassen wir fallen. Die Hände liegen auf den Oberschenkeln, ineinander zum Beispiel. Wenn du liegst, dann neben den Körper. Und jetzt beobachtest du noch ein Weilchen deinen Atem. Gedanken, wenn kommen, die lässt du weiterziehen. Und rechts richtest du deine Achtsamkeit auf den Atem. Und zwar über die Nase. Und wir atmen jetzt ganz sanft und leicht und lange ein, ungefähr 6 bis 7 Sekunden. Und wieder ab, ganz sanft loslassen, den ganzen Atmen rausfließen lassen. Eins, und jetzt wieder ein. Eins, zwei, drei, vier. 6, 7 und aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt noch.
ein. Und jetzt richtest du deine Aufmerksamkeit, wo der Atem fließt. Und zwar tief in den Bauchraum hinein. Dann ziehst du ihn hoch über die Flanken, bis ins Brustbein, bis zum Schlüsselbein. Und dann lässt du ihn los. Und du wirst es merken, wie sich der ganze Bauchraum, der ganze Brustraum bis hoch mit Luft und Prana füllt. Und dann wieder raus. Und noch. Und beim Ausatmen so richtig entspannt. Und das, wenn du ein paar Mal gemacht hast, beobachtest du wieder deinen normalen Atemrhythmus, wie er sich wieder einpendelt. In den normalen Atemrhythmus. Und wenn dann dein Atemrhythmus wieder ganz ruhig und sanft fließt, ohne dass du irgendwas machst, dann öffnest du langsam deine Augen. Kannst dich auch, wenn du willst, ein bisschen strecken oder die Finger so bewegen, ein bisschen dehnen. Und du wirst merken, deine Entspannung, und du kommst langsam zurück in dein Tagesbewusstsein. Und jetzt noch der Tipp, wie du das im Alltag, wenn du das öfter geübt hast, dass du diesen Atemzyklus schon intus hast. Also das ist reine Übung und Gewohnheit. Das heißt, wenn du merkst, du stehst an der Ampel, kommst du in Stress vielleicht, bist du da ein bisschen unter Zeitdruck oder irgendwas oder in anderen oder du stehst im Supermarkt in der Schlange. Und dann machst du es ganz einfach so, das musst du nicht mal jemand merken, der wo neben dir steht, sondern machst es einfach so. Über die Nase langsam einatmen. Und wieder aus. Und das ein, zwei Mal und du wirst merken, wie du innerlich zur Ruhe kommst. Und es hilft dir auch in den verschiedenen Lebenssituationen, weil du das, wenn du das öfters und täglich übst, diese Entspannungsmeditation, dann erinnerst du dich unbewusst, dass der Atem dich zur Ruhe bringt. Bis dahin wünsche ich dir dabei viel Erfolg bei der Übung. Bis zum nächsten Video. Tschüss.